Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind live wieder hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ihr seid auch da und wir haben heute eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ines ist meine erste Anruferin heute Nacht. Hallo Ines. Hallo Domian. Du bist wie alt? 30? 30, ja. Ja, 30 Jahre. Weswegen rufst du an? Ja, es geht darum, dass mein Ex-Mann mir, seitdem wir getrennt sind, das ist schon über 7 Jahre her, mein Leben immer noch zur Hölle macht. Seit 7 Jahren? Ja, und 1,5 Jahre in der Ehe. Wie lange wart ihr damals verheiratet? 1,5 Jahre. Ach, nur 1,5 Jahre? Nur 1,5 Jahre. Also mein Mann hat sich mit dem Zeitpunkt der Ehe völlig verändert. Er hat seinen Job aufgegeben und hat im Endeffekt 24 Stunden am Tag bald auf mir gehockt. Und bei jeder Kleinigkeit, die ich falsch gemacht habe, hat er mich verprügelt, geschlagen, mit einer Waffe bedroht. Er hat eine Gaspistole mit mir gegenüber abgefeuert. Mit schlimmen Folgen und Verletzungen? Ja, ich war mehrfach im Krankenhaus. Nasenbein gebrochen, Kiefer gebrochen, gebrochene Knochen, Arme, Beine. Du liebe Beine. Jede Menge. Meine Haut war bald mehr blau wie normale Farbe. Hast du ihn damals angezeigt? Ja, ich habe ihn, nachdem ich, auf Deutsch gesagt, abgehauen bin, entkommen bin, habe ich ihn auch angezeigt. Und er hat auch im Gefängnis gesessen. 6 Jahre. 6 Jahre? Ja, 6 Jahre. 6 Jahre. Weil er mich mit einer Waffe bedroht hat, was nicht nachvollziehbar war, ob es eine richtige Pistole war, was ich auch nicht sagen konnte, weil ich habe davon keine Ahnung, oder ob das wieder nur eine Gaspistole war. Er ist alleine wegen Körperverletzung und schwerer Körperverletzung über 18 Mal verurteilt worden. 6 Jahre im Gefängnis und du sagst, er belästigt dich seit 7 Jahren. Wie ist das möglich? Dann hat er dich aus dem Gefängnis heraus belästigt. Er hat 3 Jahre im Zoom-Vollzug gesessen, weil er keinen Kontakt nach außen haben konnte. Dann wegen guter Führung ist er im offenen Vollzug gekommen, damit er auch eine Ausbildung nochmal anfangen konnte, um ihn sozusagen zu integrieren wieder in die Gesellschaft. Ja. Und ja. Und währenddessen hat er Kontakt zu dir aufgenommen und dir das Leben schwer gemacht? Immer wieder. Ich bin 4-mal umgezogen in der Zeit. Hast du das damals den Behörden gemeldet, während er im offenen Vollzug war, dass er dich dann schon wieder belästigt hat? Ja, mehrfach. Ich habe sogar einstweilige Verfügungen gegen ihn erwirkt, dass er sich mir nicht nähern darf, dass er mich nicht anrufen darf. Nur ich konnte ihm ja nichts nachweisen zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt ist er raus? Ja, seit einem Jahr. Was konkret macht er? Er lauert mir auf. Wenn ich zum Einkaufen gehe, dann steht er an der gleichen Kasse und da kann ich nichts gegen machen, dass er im gleichen Supermarkt einkaufen geht wie ich, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil er nicht im selben Ort wohnt wie ich. Was passiert denn dann? Er steht dann an der gleichen Kasse, das heißt, er hat dich beobachtet, wann du aus dem Haus gehst. Richtig. Hat dich offensichtlich verfolgt. Merkst du das dann, wenn er dich verfolgt? Ich drehe mich ständig um. Natürlich sehe ich ihn dann auch. Und ich sag mal, ich fühle mich von den Behörden und von unserer Justiz sehr im Stich gelassen, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen auch von der Polizei. Weil wenn ich dort anrufe, dann heißt es schon, ach hier, das ist wieder die bekloppte Alte, wo ihr Mann weit genug wegsteht und die ruft schon wieder an. Nur der Mann saß 6 Jahre im Gefängnis aufgrund schwerster Vorwürfe. Richtig. Und dir kann man ja wirklich nicht vorwerfen, dass du dir irgendwas einbildest. Ich wollte aber für die Polizei ist das so, die müssen ja dann wieder rauskommen. Ja, so, und dann mein Ex-Mann, der kennt ja nun mal seine Vorschriften ganz genau. Der ist ja leider nicht dumm. So, und er weiß ganz genau, er darf sich mir auf 200 Meter nicht nähern. Dann steht er dann, als wenn er die Meter abzählt, weit genug weg, steht er an einer Hausecke und raucht sich eine. Was natürlich Psycho ist, ne? Psychoterror ist natürlich. Achso, er steht dann in der Entfernung, die er darf und guckt dich einfach an.
Richtig. Und wenn ich dann wieder zu meinem Anwalt gehe, dass wir eine neue verfügen, dass er sich mir also noch weiter entfernt bleiben muss, dann habe ich letztes Mal vom Richter zu hören gekriegt, er sagte, er könne ihn ja nicht in die Wohnung einsperren. Mhm. Da sage ich, das will ich ja auch nicht. Sage ich nur, er soll mir fern sein, mir und meinem Leben. Mhm. Das heißt, im Moment beschränkt sich, das meine ich jetzt nicht herunterstufend, aber nur um es festzuhalten, die Belästigung darauf, dass er irgendwo immer auftaucht, wo du bist und dich anguckt. Was schlimm genug ist, nicht, dass du denkst, dass ich sagen will, das ist ja nicht schlimm. Aber oder macht er auch noch irgendwas anderes? Nein, er taucht dann auch schon auf im Hausflur, dann lässt er sich von den Nachbarn, also ich wohne im Mehrfamilienhaus, mhm, und wir haben die Briefkästen im Haus und mhm, dann kennst du ja das so klingeln, hier Postwurfsendung, mhm, oder ne, Post, mhm, und so weiter, und dann ist er im Hausflur drin. Mhm. So, das macht mir dann schon Angst. Er klingelt jetzt zum Beispiel nicht bei mir in der Tür. Mhm. Nur ich habe dann halt eben auch Angst, wenn ich abends nochmal irgendwie raus... Du gehst davon aus, der ist bei mir im Hausflur, wenn er auch jetzt noch nichts gemacht hat. Aber nach dem, was du mit ihm erfahren hast, er hat dich ja mehrfach krankenhausreif geschlagen, ja, könnte es ja wieder passieren. Ist ja die Angst völlig nachvollziehbar und berechtigt auch bei dir. Ja, er ist ja, wie ich sagte, leider nicht dumm. Und er passt genau auf, ob das ein Dritter mitkriegen kann. Mhm. Und wenn es jetzt kein Dritter mitkriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine vielleicht mal spazieren gehe, was ich schon jetzt seit langer Zeit einfach nicht mehr getan, mhm, habe, weil ich einfach Angst habe. Mhm. Aber das war vorher so, wenn er mitgekriegt hat, oh, die geht mal eine Runde spazieren und die geht auch mal in eine etwas abgelegenere Ecke, dann hat er mich natürlich auch wieder so von wegen, pass bloß ich auf, ich bring dich um. Und ach so, er bedroht dich dann schon? Aber immer dann, wenn kein anderer dabei ist, dass das es niemand bezeugen kann. Mhm. Ja, mhm, so, und dann habe ich auch keine Handhabe gegen ihn. Mhm. Mhm. Ruft er an auch? Ja, er ruft auch an. Ich habe also mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Telefone man schon durch. Wie und kriegt immer er die wieder, Nummern raus? Ja, zum Teil war es Dummheit von mir anfangs. Wir hatten gemeinsame Freunde und nachdem die mitgekriegt hatten, was dann passiert war, mhm, haben die zu mir dann gesagt, nee, sie haben sich von ihm losgesagt, mhm, und es war nicht so. Und dann hat er sie dann angebettelt und gemacht und getan und es war doch gar nicht so schlimm und hat sich dann als armer, verlassener Junge hingestellt. Mhm. Dann hat er da die Telefonnummer gekriegt. Das ist durchgesickert, verstehe. Mhm. So, oder andersrum. Er hat von der Polizei eine Anzeige zugeschickt gekriegt in die Justizvollzugsanstalt und da schreiben die meine Adresse drauf. Hm, ja, sowas habe ich auch einige Mal schon gehört, ja. Das ist unglaublich. In so einem Fall ist es unglaublich. Also da hat man gar keinen... Ne? Ich bin viermal umgezogen. Ich habe x-mal die Telefonnummer gewechselt. Ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich mache. Das muss doch für dich, wenn das jetzt in 7 Jahren so geht und noch länger während der Beziehung, du musst doch ein Nervenbündel sein. Ja, bin ich auch. Und jetzt vor allen Dingen mache ich mir noch mehr Sorgen. Ich bin seit einem Jahr wieder verheiratet. Ich habe einen neuen Mann kennengelernt. Ja. Und der leidet natürlich auch noch darunter. Jetzt, mhm, mache ich mir natürlich auch noch Sorgen, dass mein Mann irgendwann sagt, ich kann einfach nicht, mhm, mehr. Das Problem ist natürlich, dass so etwas zurzeit noch nicht in Deutschland juristisch belangt werden kann, was du jetzt gerade beschrieben hast. Da kannst du ein Lied von singen. Ja. Die Frage ist natürlich, was kann man da machen? Wie kann man dir helfen? Was kannst du tun? Ich weiß es nicht. Du hast schon mehrfach den Wohnsitz gewechselt, dennoch hat das Haus bekommen. Ja. Man kann ja auch nicht so einfach von heute auf morgen in eine ganz andere Gegend ziehen und alles hinter sich abbrechen. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, ich muss ja nicht nur immer eine neue Wohnung mir nehmen, ich brauche auch immer neue Arbeitsstelle. Natürlich, es hängt ja alles dran, ist ja klar. Mein ganzer Freundeskreis, was man sich aufbaut, es ist immer wieder futsch. Es ist immer wieder alles futsch. Abgesehen von der seelischen Belastung, die schon schlimm genug ist, hast du auch nach wie vor wirklich Angst um Leib und Leben? Ja, ich habe immer noch Angst, dass der, also ich sag mal, der hat ja ist mit dem Auto auf mich zugerast gekommen auf offener Straße. Ich weiß, dass er es war. Mhm. Ich kann es aber nicht beweisen. Mhm. Ne? Dass er voll auf mich zugehalten hat und als wenn er mit mich totfahren wollte. Aber ich konnte es halt eben nicht beweisen, dass er es war, weil ich weiß es eigentlich. Weißt du irgendetwas über ihn, ob er beispielsweise auch eine neue Beziehung hat? Nein, hat er nicht. Er hat zu mir gesagt, ich habe sein Leben zerstört und er zerstört mich.
Das hat er mir gesagt. Dadurch, dass ich halt eben gegen ihn ausgesagt habe, er ist ja nicht nur wegen schwerer Körperverletzung und wegen Waffenbesitz und weiß ich nicht, was alles verurteilt worden. Er ist ja auch wegen Betrug und Computerbetrug verurteilt worden und das in x Fällen. Und da habe ich ja gegen ihn ausgesagt. Er macht mich jetzt dafür verantwortlich, dass er im Gefängnis gesessen hat. Das ist ja auch richtig. Ja, und er ist der Meinung, ich habe ihn zerstört. Aber was er mit mir macht, das ist... Ja, und was er vor allen Dingen vorher mit dir gemacht hat. Ja. Das ist ein Extremfall, aber diese Fälle gibt es immer wieder. Ich höre davon, man liest davon. Und wie gesagt, der Polizei sind natürlich auch aufgrund der Gesetzeslage die Hände gebunden im Moment. Ja, die sagen immer, wir können nichts unternehmen. Er hat sie nicht angefasst. Wenn er sie jetzt angefasst hätte, dann hätten wir ihn jetzt mitgenommen. Hast du Kontakte schon gehabt zum Weißen Ring? Nein, habe ich noch nicht. Würde ich dir dringend empfehlen, mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen. Die Telefonnummer geben wir dir gleich im Anschluss an das Gespräch hier. Ja. Und ich würde gerne mal rausfragen an die Zuschauer und Zuhörer, wer vielleicht etwas Ähnliches erlebt hat und vielleicht Erfahrungen hat, wie man in so einer Situation auf der Grundlage unserer Gesetze in Deutschland sich verhalten kann oder verhalten sollte. Mailt uns doch bitte unter domian@wdr.de. Ich würde gerne mit dem einen oder anderen auch hier in der Sendung sprechen, aber wir würden gerne dann auch einen Kontakt herstellen zu Ines. Das ist sicher auch in deinem Interesse, Ines, einfach mal ein bisschen sich auszutauschen. Deswegen rufe ich ja auch eigentlich an. Ja. Ich brauche einfach, mir kann im Endeffekt die Justiz und die Polizei kann mir nicht mehr helfen. Die kann nicht mehr für mich tun. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich aus diesem Kreislauf irgendwann mal rauskomme. Ich möchte irgendwann mal wieder ein normales Leben führen können. Ja. Ich möchte irgendwann mal einfach auf die Straße gehen können und nicht die Angst haben müssen, der steht gleich wieder irgendwo. Oder darf ich mal fragen, in welchem Bundesland du lebst? Nordrhein-Westfalen. In Hessen gibt es, soweit ich weiß, schon andere Gesetze, wie man gegenüber Stalkern, so nennt man das ja, vorgehen kann. Wir machen es folgendermaßen, Ines. Du legst bitte auf, meine Psychologin ruft dich an und versorgt dich erstmal mit der Telefonnummer vom Weißen Ring. Kann dir vielleicht auch dazu noch ein paar Sachen sagen. Ansonsten, mein Versprechen, wenn sich interessante Dinge bei uns tun und wir interessante Mails bekommen, stellen wir den Kontakt zu dir her. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute, Ines. Kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Bitte? Ja, du sagst gleich meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicken wir dir eins. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal, über was, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist Nina und Nina ist 22. Hallo, Nina. Ach, sie hat noch eben Hallo sagen können und weg war sie. Jetzt kriege ich diese Leitung hier auch nicht getrennt, sage ich mal meiner Regie. Macht ihr das mal von draußen? Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Jürgen. Und Jürgen ist 56. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Hallo Jürgen, guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, nach dem, was ich gerade gehört habe, ist das ein bisschen banal. Ich habe nicht die Probleme, die meine Vorrednerin hatte. Mhm. Bei mir ist Folgendes. Ich bin verheiratet, bin bi und sehe wahnsinnig gerne zu, wenn meine Frau Sex mit einem anderen Mann hat. Aha. Schon länger? Und ist das seit neuestem so? Nee, das ist schon. Zweimal haben wir das auch praktiziert. Ach, aber erst zweimal? Ja. Ja. Ja gut, das war mit einem guten Bekannten, ja, der links dann weggezogen ist und ich würde gerne nochmal öfter machen. Ja. Seit wann weißt du, was habe ich gesagt, 56, seit wann weißt du, dass du bisexuell veranlagt bist? Ja. Ja, seit wann? Och, das weiß ich schon lange. Schon lange, ja. Hast du es früher auch gelebt, ausgelebt? Ja, ich habe Sexkontakte zu beiden Geschlechtern gehabt. Ja, wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? 27 Jahre. 27 Jahre. Hast du in diesen 27 Jahren auch mal Kontakt zu Männern gehabt? Ja. Wusste deine Frau das? Nee. Nee. Also bist du der Frau fremdgegangen? Wenn man das so nimmt, ja. Ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann, egal ob das nun Männlein oder Weiblein ist. So, und dann bist du aber auf die Idee gekommen, man könnte es ja vielleicht alles unter einen Hut kriegen, nämlich, machen das an... Ja, das hat sich dann mal so nach einer, im guten Bekannten, nach einer Fete bei uns ergeben.
und die endete dann halt im Bett. Im Bett. Weiß deine Frau überhaupt, dass du bisexuell veranlagt bist? So halb. Ich habe mal so Andeutungen gemacht, ja. Aber da will sie nicht drüber, da blockt sie immer. Ach so. Aber wenn du das so beschreibst, wie du es gerade beschrieben hast, du guckst gerne zu, wenn deine Frau mit einem anderen zusammen ist. Genau. Ist das ja noch nichts unbedingt bisexuelles? Es gibt ja auch viele Hetero-Jungs, ja, die auch. Ja, nee, weiß ich. Ich hätte natürlich das Optimale für mich wäre, wenn der zweite Mann dann bi wäre. Achso, und du da mitmischen könntest. Genau. Mhm. Diese zweimal, wo das passiert ist, das war ein heterosexueller Mann. Ja. Ja. Hast du, wie stelle ich mir vor, deine Frau war zugange mit ihm und du sitzt im Sessel daneben? Ja, einmal habe ich auch Fotos gemacht. Achso, Fotos gemacht. Mhm. Warst du angezogen währenddessen oder warst du nackt? Nee, ich war auch nackt hinterher. Ja. Und hast du dann auch nochmal mit deiner Frau geschlafen? Oder nur die beiden? Nee, ich auch dann danach. Du auch danach? Nach ihm. Ja. Und das kribbelte dir in den Fingern, ihn auch ein bisschen zu betatschen, aber ging leider nicht, oder wie? Ja, so versehentlich habe ich ihn auch berührt. Ja, passiert dann schon mal so, ne? So haarscharf. Bewusst versehentlich. Natürlich, natürlich. Aber das war ihm, das hat er auch gesagt, obwohl er selber auch erregt war, aber er merkte, wie ich dann bei ihm am Geschlechtsteil war und da hat er dann die Hand weggetan. Hat man dann nicht so gerne, ne? Als Heteromann. Ja, so, du hättest Interesse daran, dass das öfters vorkommt. Genau. Ja. Und ich meine, irgendwie so, die Frage ist, was ist normal, was ist unnormal, ne? Große Frage, schwer zu beantworten. Aber ich sag mal, ist ja nicht so gang und gäbe, meine ich. Ach Gott, ja, also mittlerweile gibt es so viele Sachen und auch so viele Konstellationen, auf die Eheleute sich einlassen. Jetzt ist nur die Frage, dass man sich mit der Ehefrau einig ist, was man will, und einfach so ein Arrangement trifft. Ne? Wie wäre das denn, wenn du da ein bisschen offensiver wärst und ihr das noch klarer sagen würdest? Pass mal auf, ich finde das eigentlich auch ganz scharf mal mit Männern. Lass uns gezielt einen dritten bisexuellen Mann suchen. Wer, ja, sie, ja. Da, wer sie da... Auf einmal, ich muss sagen, sie ist etwas jünger, sie ist 50. Mhm. Ich weiß nicht, ob das von vielleicht durch Wechseljahre kommt, aber auf einmal blockt sie ab. Wenn du dieses Thema ansprichst. Mhm. Würde sie auch abblocken, wenn du das Thema Dreier ansprichst, oder blockt sie nur ab? Beim Dreier. Ach, beim Dreier blockt sie auch schon ab. Genau. Achso, geschweige denn über Bisexualität. Ja, da will sie gar nichts von wissen. Das ist natürlich in einer schlechten Situation. Mhm. Und Swingerclub und so ist auch nichts für sie. Ja, habe ich schon mal versucht, da angesprochen. Wobei ich sagen muss, dass ich mal, wenn ich Sex mit einer Frau habe, ich noch nicht mal so sehr rein. Ich mache lieber, na, sagen wir mal, Oralspiele und massieren so. Nicht, das reizt mich meiner Frau nicht direkt mit dem Penis in die Scheide zu gehen. Ja. Ja, okay, kann man ja, jeder macht es so, wie er mag. Und das gefällt ihr auch, muss ich sagen. So ist das nicht, wenn wir das machen. Ne? Wir machen auch jetzt in Anführungszeichen ganz normalen Sex. Ne? Gut, aber wenn ihr 27 Jahre verheiratet seid, dann hast du, und du sowieso noch andere Sachen im Kopf hast, hast du andere Gelüste. Mhm. Jetzt aber nochmal darauf zurückzukommen mit den Männern. Wie oft bist du deiner Frau fremdgegangen in den 27 Jahren? Mit Kerlen? Ja, ich war gezählt, habe ich jetzt nicht. Das heißt, da kommt eine ganze Menge zusammen. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich war früher im Außendienst und wir haben einen G-Club und bin ich halt da reingegangen. Und das kann sein, dass es im Moment auch immer wieder mal noch passiert. Ja. Das ist natürlich krass, finde ich, eine Ehe mit so einer Lüge zu leben. Ich finde es krass. Ich find's ja, ich im Prinzip, irgendwo finde ich das auch scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Nun kann man die 27 Jahre nicht ungeschehen machen. Nee. Schön wäre es natürlich, wenn du... Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Frau an sich so, abgesehen... Gut. Gut. Gutes so. Team, ihr beiden? Ja. Ja. Vertrauensverhältnis, Alltag funktioniert gut. Das funktioniert alles einwandfrei. Und sogar auch noch immer wieder der Sex. Ja, gut. Mhm. Nicht mehr so oft wie am Anfang der Ehe, aber... Okay, normal. Das ist normal, glaube ich, irgendwo. Ja. Also... Wenn das jetzt schon 27 Jahre so, ich sag mal, schiefgelaufen ist, ich sag's mal so wertend, wäre es eigentlich eine tolle Sache, wenn du jetzt im zarten Alter von 56 den Dreh bekämst, irgendwie eine klare Lösung zu finden. Klare Lösung würde bedeuten, die heimlichen Schulkontakte sein zu lassen und mit deiner Frau zusammen zu sehen, dass du mit ihr zusammen irgendwas vielleicht dann doch, dass du sie bewegst, irgendwie in eine Richtung vielleicht sie zu kriegen,
wo du auch ein bisschen auf deine Kosten kommst. Ich habe es gar nicht verstanden mit dem Swingerclub. Hat sie da keinen Bock drauf? Nee. Definitiv nicht? Nee. Also sie hat keine Lust auf den Swingerclub? Sie hat keine Lust, einen dritten Mann nochmal hinzuzunehmen? Nee, den kannte sie auch. Weil er ein Bekannter von uns war und mit dem Fremden. Ich finde, dass man in solchen Situationen schon immer, wenn das so schwer das auch ist, wenn man 27 Jahre verheiratet ist, wirklich ein offenes Wort sprechen sollte, nach der Motto. Ich habe das Bedürfnis. Und na, versucht habe ich, aber dann mehr als einmal. Du kommst einfach, sie blockt dann sofort, sofort ab. Und sie wäre stinksauer, wenn du sagst, okay, dann gehe ich mal alleine ins Swingerclub. Oh, ins Swingerclub kannst du ja nicht alleine gehen, da kannst du nur mit Paaren reingehen. Also gibt es nicht Swingerclubs, wo man auch als Mann allein? Der, weil ich kenne, da kommst du nur mit als Paar raus. Ja, egal. Also sie hätte auch was dagegen, wenn du alleine irgendwas machen würdest. Da habe ich noch nie so direkt gefragt. Ne? Ich finde eigentlich, dass es den einen Weg gibt. Entweder stellst du dich ganz auf deine Frau ein, oder aber wenn du sagst, ich bin erst 56 und ich will noch ein bisschen was erleben, musst du sie so auf den Tisch legen und sagen, pass mal auf, ich habe noch andere Bedürfnisse. Wenn wir beide das nicht gemeinsam machen können, lass uns eine Lösung finden. Ich will unsere Ehe nicht gefährden, ich will auch ehrlich... Auf keinen Fall. Nee, genau, so musst du es ihr auch sagen. Und ich will auch ehrlich zu dir sein. Ich meine, ein Versuch ist es wert. Und wenn sie dann immer noch radikal abblockt, dann kannst du immer noch entscheiden, okay, ich lasse es sein. Aber ich würde auf keinen Fall auch wieder in die alte Schiene zurückflutschen. Ich vermute fast, dass... Das hast du schon eher bei dir passiert, dass du wieder in die Gay-Szene gehst. Ja, aber da kann man am schnellsten Kontakte kriegen. Ja, klar. Aber ich sagte, für deine Frau würde eine Welt zusammenbrechen, wenn sie das erfahren würde. 27 Jahre Ehe, 27 Jahre ist der mir vielleicht 100 und mehrfach mit Männern fremdgegangen. Hammer ist das, Hammer. Okay. Das drängst du so weg, ne? Ja, vielleicht verdränge ich das. Also, wie gesagt, ich würde an deiner Stelle versuchen, eine Schiene zu fahren, mit die Frau irgendwie einzubeziehen, wenn es irgendwie geht. Also, du fühlst dich wohler dabei, du stehst besser für dich auch da. Okay. Alles Liebe, alles Gute, Jürgen. Danke. Tschüss. Mach weiter so. Jo, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema diese Woche am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt: Ich schwimme im Geld. Ja. In diesen Zeiten möchte ich gerne mit Leuten reden, die so richtig schweineviel Kohle haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir versuchen mal, diesen Themenabend hinzukriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann können wir auch über andere Dinge sprechen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Aber mein großes Anliegen ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit saureichen Leuten zu reden. Mit Millionären, die vielleicht geerbt haben oder einfach nur gute Geschäftsleute sind oder was weiß ich. Ich weiß, dass wir sehr viele unter unseren Zuschauern haben, die in die Kategorie reinpassen. Ist natürlich die Frage, ob die Lust haben, sich mit mir darüber zu unterhalten und in der Öffentlichkeit sogar darüber zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da einige Leute fänden, die über sich und ihr Leben reden können. Nämlich ihr Leben, das überschrieben ist mit der Überschrift: Ich schwimme im Geld, mir geht's super gut, ich habe so viel Geld, ich kann es gar nicht ausgeben. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wenn ihr euch schon anmelden wollt, dann bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Christiane. Nee, Christiane. Ja, Christiane, hallo. Guten Morgen, Christiane. Ja, ich habe eine Hundephobie. Was hast du? Eine Hundephobie. Eine Hundephobie? Ja. Das. Und das ist eigentlich von klein auf. Ja. Ich bin damals immer in so eine Absteckkammer eingesperrt worden. Und wo wir mit mehreren Kindern drin waren und davor setzte man uns einen Hund. Und diese Familie, wo wir dort untergebracht waren, die haben immer gesagt, wenn wir dort rauskämen, dann wird der Hund sofort zuschnappen. Was war denn das für eine Familie? War das eine Pflegefamilie oder wo? Nein, ich war bei meiner Mutter. Also ich habe eine leibliche Mutter und eine Stiefmutter. Ja. Und meine leibliche Mutter, die hat sich damals nicht um uns gekümmert. Und die hat uns dann immer bei Nachbarn oder Bekannten abgegeben. Und da war diese Nachbarin dann eben mit diesem Hund. Ach so. Gab es denn irgendwann mal den Fall, wo ihr rausgegangen seid und du dann auch gebissen wurdest von dem Hund, der euch da bewacht hat? Nein, das ist überhaupt nicht passiert. Aber irgendwie immer, wenn ich versucht hatte, dann auf Hunde zuzugehen,
zu gehen. Mhm. Und kamen dann irgendwie auch Nachbarn, weil die unsere ganze Familie nicht leiden konnten. Ja. Haben die dann immer gesagt, oh, der Hund kommt jetzt gleich und beißt euch und so. Ach so. Also du bist quasi damit erzogen worden. Wie alt warst du da, als du da eingesperrt wurdest? In da Raum? War ich 5. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz zartes Alter, wo man Schlimmes anrichten kann. Das heißt, du bist richtig konditioniert, trainiert worden, Angst vor Hunden zu haben. Ja. Richtige Angst. Bist aber nie, auch später mal nie von einem Hund gebissen worden. Nein, also dazu wäre es auch irgendwie gar nicht gekommen, weil ich jedem Hund, wer weiß, wie aus dem Weg gehe. Ich laufe dafür auch auf der Straße. Ja, aber kann ja passieren beim Spazierengehen, dass irgendwie ein Hund, wie oft trifft man freilaufende Hunde? Irgendwo im Park oder im Wald oder... Ja, ich weiß nicht, wie das so kommt, aber wenn ein Hund so um die Ecke kommt, als wenn ich das schon so spüre und wechsle sofort die Straßenseite. Mhm. Gab es denn schon mal eine heikle Situation, wo dann ein Hund doch dich angebellt hat oder angesprungen hat? Ja, da habe ich dann am ganzen Körper sofort angefangen zu zittern und hatte auch Schweißausbrüche und als wenn ich jeden Moment umkippe. Ja, das heißt, wenn man so eine starke Hundephobie hat, lebst du in einer Stadt, größeren Stadt oder auf dem Land? Ja. In einer Stadt. Das heißt, du musst immer Angst haben, wenn du rausgehst zum Einkaufen. Irgendwo kommen immer Leute mit Hunden, sei es an der Leine oder nicht an der Leine. Genau. Mhm. Also ich gehe dann auch aus Kneipen oder aus Lokale, wo ich gerade bin. Also viele lachen mich deswegen schon aus, dass ich das mache, weil die sagen alle, das wäre übertrieben, was ich mache und ich würde mich anstellen. Ja. Aber ich kann dann einfach nicht anders. Das Verrückte ist ja, man sagt, dass ein Hund das ja merkt, wenn jemand Angst hat. Ja. Wahrscheinlich deshalb, weil man dann irgendwie irgendwelche Ausdünstungen hat oder Stresshormone, die riechen das. Und ein Hund dann, der vielleicht ganz friedlich wäre, unter Umständen dann schon aggressiv auch wird. Wie findest du denn kleine Hunde? So ganz, ganz süße kleine Welpen. Also da kommt es auch drauf an, wenn mich jeder in Ruhe lässt. Ich versuche es ja selber schon immer, weil mich das auch selber stört. Mhm. Und versuche dann drauf zuzugehen, aber das klappt trotzdem irgendwo nicht. Das ist immer wie so eine Blockade, wie so eine Mauer. Also da gibt es selbst nicht so diesen Instinkt, den fast alle Leute haben, dass man denkt, ach, ist der süß und putzig und den wollen wir mal anfassen und knuddeln und so. Das hast du gar nicht. Und habe ich schon bis zum gewissen Grad, aber wie gesagt, so kurz vorher ist das wie eine Mauer, dass ich nicht mehr weiter kann. Jetzt spreche ich nur darüber, ich fange jetzt wieder an zu schwitzen und... So schlimm ist es. Ja. Weißt du, warum ich das frage? Weil vielleicht wäre das ein ganz guter Trick, die Hundephobie loszuwerden, wenn du nämlich kleine Hunde mögen würdest, also so Welpen. Ja. Könnte man mal die verwegene Überlegung aufstellen, sich einen Welpen zu kaufen? Und dann bist du dabei, wie dieses Tier groß wird und vielleicht würde sich dann die Phobie auch verflüchtigen. Ja, mein Vater, der ist damals hingegangen, also wir sind danach dann zu meinem Vater gekommen und mein Vater hat dann auch sowas überlegt. Mhm. Der hatte sich dann 2-3 Hunde angeschafft, so nacheinander, auch so Welpen. Mhm. Und das klappte überhaupt nicht. Also ich hatte dann irgendwie so eine große Puppe gehabt, die dann ungefähr so groß war wie ein 5- oder 6-jähriges Kind. Mhm. Und dann war das irgendwie so, dass ich immer mit der Puppe durch die Gegend lief oder mich im Zimmer eingesperrt habe. Mhm. Und da hat mein Vater gesagt, das bringt es nicht, wir müssen den Hund wieder abschaffen. Und dann hat er das nach gewissen Zeiten immer wieder erneut probiert. Und das hat nicht funktioniert. Also wenn du mir, ich wurde gerade schon skeptisch, was meinen eigenen Vorschlag anbelangt, als du sagtest, ich werde jetzt, während ich drüber spreche, kriege ich schon das Zittern. Ne? Das hast du gerade gesagt. Ja, genau. Das heißt für mich, dass das wirklich eine sehr, sehr tiefe und sehr anzunehmende Phobie ist, würde ich dir dringend raten, das psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Mhm. Dringend. Ja. Wenn du zu einem guten Therapeuten kommst, der sich mit solchen Sachen auskennt, glaube ich sogar, sage ich mal, dass das nicht so sehr zeitaufwendig ist und das auch nicht irre lange dauern wird. Mhm. Aber ich würde es machen, weil das ist sicher eine Erleichterung für dein normales Alltagsleben, wenn du das loswärst, oder? Ja. Mhm. Ja, ich sag mal gut, ich hatte damals so eine Ärztin, die ist gleichzeitig Psychologin gewesen und mit der hatte ich dann ein ganz kurzes Gespräch eigentlich darüber und die ist dann mehr oder weniger so drüber weggegangen und sagte dann, ja, da kann man eben nichts dran ändern. Doch. Wenn Leute mich ärgern würden oder darüber lachen würden, und dann sollte ich einfach darüber weggehen und einfach mich von den Leuten fernhalten. Also ich habe auch schon viele Freunde dadurch verloren. Ja. Also und mit Verlaub, die Dame hatte glaube ich nicht so viel Ahnung.
Natürlich kann man Phobien heilen und sich mit Phobien beschäftigen und man sollte auch als verantwortungsvolle Ärztin oder Therapeutin das ernst nehmen. Ich mache folgenden Vorschlag. Du unterhältst dich jetzt mit meiner Psychologin, die nimmt dich ernst, mit der Anja, und sie wird ja noch den einen oder anderen Ratschlag geben, wie und was du machen könntest in Sachen Therapie, um das dann anzugehen und eventuell dann hoffentlich auch loszuwerden. Mhm. Okay? Alles klar, danke schön. Alles Gute, Christiane. Tschüss. Tschüss. Also du legst auf und wir rufen wieder an gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Wisst ihr, wer diese Woche Samstag mein Promi-Gast ist oder wer meine Promi-Gäste sind? Ja, es sind zwei ganz berühmte Männer. Zwei unglaublich berühmte Männer. Es sind zwei ganz dicke Männer, die ein Lied singen oder mit einem Lied berühmt geworden sind, was alle kennen, auch wenn sie nicht Fans von dieser Musikszene sind. Von wem spreche ich? Ich spreche von den Wildecker Herzbuben und von ihrem Mega-Hit Herzelein. Also die Wildecker Herzbuben sind meine Gäste am Samstag im Promi-Talk. Und wenn ihr mitmachen wollt und euch beteiligen wollt, dann solltet ihr mailen oder vor der Sendung anrufen. Sandra, 33 Jahre alt. Hallo Sandra. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo Domian. Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich, es sind zwei Sachen in einem. Ich sag mal, ich bin seit Jahren magersüchtig. Mhm. Seit Jahren? Ja, richtig. Aber es fing auch ganz anders an. Also ich habe 8 Jahre für meinen Ex-Freund angeschafft. Ja. Weil ich habe immer gehofft, dass ich die Liebe kriege, die ich eigentlich nicht gekriegt habe. Also ich habe immer gedacht, wenn ich was tue, was er möchte, liebt er mich. Aber ich habe später erkannt, dass das gar nicht so gewesen ist. Ja, hat er dich gezwungen dazu? Auf eine Art ja. Also er hat mich unter Druck gesetzt, also mit das Geld und... Hat er andere Frauen auch, die er unter Druck gesetzt hat? Nein, nur mich. Nur dich? Nur mich. Und du bist quasi für ihn anschaffen gegangen? Und ja, richtig. Hast auch gut Kohle bei ihm immer abgeliefert? Ja. Über 8 Jahre? Über 8 Jahre. Ja, dann habe ich ihn da so extrem abgenommen. Mhm. Also ich wog nur noch 38 Kilo. Ja, bei einer Größe von? 1,69. Oh, mhm. Weil ich habe immer gedacht, wenn ich abnehme, merken andere Leute, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Weil ich konnte auch mit niemandem reden. Mhm. Also ich hatte eine Freundin, mit der ich drüber reden konnte, die mir heute noch beisteht. Aber ich habe immer gehofft, also wie gesagt, dass mich keiner... Ja. Du hast dann aufgehört mit dem Anschaffen? Ja, da kam er hinterher noch. Also wie gesagt, wenn ich abgenommen habe, hat mein Arzt mir also überredet, dass ich in eine Klinik gehe, wo ich ein halbes Jahr drin war. Mhm. Und in der Klinik bin ich wach geworden. Da habe ich erstmal gemerkt, dass er das Geld liebt und nicht mich. Hast aber lange für gebraucht, ne? Habe ich sehr lange gedauert. Mhm. Aber er hat mir einen Satz gesagt, wo ich wirklich wach geworden bin. Nämlich? Ja, der hat immer gesagt, also ich habe dann gesagt, dass ich mich trenne. Ja. Und er fing dann direkt an, ich würde dann weiterarbeiten, ich hätte Geld und er könnte sehen, wie er übrig bleibt. Mhm. Und der Satz, also hat mich unheimlich wachgerüttelt. Mhm. Und von der Klinik bin ich also wie geflüchtet, nach Essen, nach Duisburg. Ja. Ich habe also einen neuen Partner kennengelernt, der mir dabei geholfen hat. Jetzt sag mir mal, damit ich das zeitlich so ein bisschen einordnen kann. Wie lange bist du jetzt aus dem Anschaffen raus und von dem Typ getrennt? Also 4 Jahre bin ich raus. Ja. Und vor 3,5 Jahren war ich in der Klinik. Ja. Hm. Im Moment aber immer noch magersüchtig. Ich bin immer noch magersüchtig. Wie viel wiegst du im Moment? 44. 44, bei 1,69 sagst du. Ja, richtig. Hm. Aber es ist so, dass ich nicht mehr abnehme. Ich versuche zu kämpfen. Hm. Aber ohne meine Freundin... hätte ich das nicht geschafft und ohne meinen Mann, den ich jetzt vor kurzem geheiratet habe. Ja. Bist du denn in der letzten Zeit auch noch weiter therapeutisch oder klinisch behandelt worden? Nein, leider nicht, weil das fällt mir sehr schwer. Warum? Ich habe also angefangen, also wie ich hier hingezogen bin, eine Therapeutin, aber die kam ich gar nicht klar. Mhm. Und im Augenblick fällt es mir auch schwer, mit Menschen zu reden. Also über dieses Thema speziell oder so überhaupt? Überhaupt, weil ich bin viel alleine, mein Mann ist Fernfahrer, ja. Ich bin Wochenende, also sehe ich ihn nur und ich habe nur 2 Menschen, also ist meine Freundin und wie gesagt mein Mann. Ja. Meine Familie kümmert sich auch nicht um mich. Aber immerhin hast du 2 Menschen, mit denen du offensichtlich über alles reden kannst. Ja, ich sag, wenn ich meine Freundin nicht hätte, die ist für mich wie eine Mutterersatz. Ja. Wohnt die auch bei dir in der Gegend? Nein, die wohnt in Essen. Und du wohnst? Ich bin jetzt in Gelsenkirchen. Naja, also so ganz weit ist es ja auch nicht. Ja, das ist es. Mhm. Aber wenn ich sie nicht geschafft, also nicht gehabt hätte, ich weiß nicht. Weiß dein
dein Partner, dein jetziger Partner, deine gesamte Vergangenheit? Ja, ich habe mir alles erzählt. Das ist auch richtig so. Weil ich habe gesagt, ich spiele aber direkt mit offener Karten. Unbedingt, ja, ja, unbedingt. Und er hat auch akzeptiert, nur mit einer Bedingung, ich soll es nie wieder machen. Ja, die Bedingung wirst du ja wohl leicht erfüllen können. Ja, das ist nur nicht leicht wegzukommen, weil mein Ex-Freund ist mich ja auch noch nicht in der Ruhe. Aber du bist jetzt doch, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 4 Jahren nicht mehr anschaffen gegangen. Nein. Definitiv nicht und da war auch keine Versuchung. Keine Versuchung, gar nicht, weil ich habe mich so geekelt zum Schluss. Ja. Und dein Ex-Freund lässt dich auch immer noch nicht in Ruhe nach all diesen Jahren? Nein, nein. Was macht er denn? Der ruft dauernd an, jetzt droht ihm, dass er Geld will. Aber er weiß doch, dass du gar nicht mehr in dem Gewerbe bist, ne? Nein, ist mir egal, er will nur das Geld. Mhm. Nur weiß dein Mann das? Mein Mann weiß es. Habt ihr da die Polizei schon mal eingeschaltet? Oder? Ja, die Polizei kann nichts machen. Das alte Lied, was wir gerade auch schon gehört haben? Mhm. Ich war ja schon bei der Polizei letzte Woche, nur die kann nichts machen. Was ist für dich im Moment, ich höre jetzt so viele Probleme, was ist das Hauptproblem? Ist es die Einsamkeit? Die Einsamkeit. Ich bin viel alleine und manchmal möchte ich mehr reden. Mhm. Du bist 33 Jahre alt. Ja. Hast du vielleicht auch mal versucht, irgendwie noch ein... Kinder hast du keine? Nein. Ich bekomme auch keine Kinder, also mein Mann besser nicht. Ja, das heißt, hast du schon mal versucht, irgendwie nochmal einen neuen Job zu suchen? Oder ja, ich arbeite jetzt eine Putzstelle. Achso, du hast was. Mhm. Ja, das habe ich mir schon längst gesucht. Ohne die Arbeit ist für mich ein bisschen Ablenkung. Mhm. Aber trotzdem, ich bin viel alleine. Putzstelle ist ja wahrscheinlich auch nicht ein 8-Stunden-Job, ne? Nein, ist nur 2 Stunden pro Tag. 2 Stunden, immerhin, aber ein bisschen Struktur gibt das dann schon in den Tag rein. Ja. An Freundschaften nur diese eine Freundin, sonst keine Leute. Nein, keine Leute. Mhm. Meine Mutter will ja auch nichts wissen. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, nur allein. Wie kommt das, dass das Verhältnis zu der Mutter schlecht ist? Ich habe schon als Kind ganz schlechte Verhältnisse mit ihr gehabt. Ah, verstehe. Also sie hat mir auch keine Liebe gegeben. Ja. Lass uns nochmal über deine Magersucht sprechen. Ja. Wie sieht das im Moment aus? Wie viel isst du so am Tag? Ich esse sehr wenig. Also ich esse zwar, aber es ist viel zu wenig. Mhm. Ich merke es ja selber und ich versuche auch gegen den anzukämpfen. Ja. Es gibt Tage, da esse ich wieder gut, aber wenn ich merke, ich bin so einsam und... Also kann man sagen, je einsamer du bist, desto weniger isst du, kann man das sagen? Ja, ist richtig. Also wenn dein Mann da ist und ihr vielleicht ein Wochenende miteinander verbringen könnt, funktioniert das dann mit dem Essen auch besser? Ja, ich habe es gemerkt, also wenn ich jetzt bei meiner Freundin sitze, also wie gesagt meine Mutter, ich sage immer meine Mutter dazu, oder jetzt mein Mann, esse ich ganz anders. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Man kann die Freunde nicht so sich herzaubern. Die fallen nicht vom Himmel. Nee, so ist es ja. Mhm. Da muss man halt auch viel für tun, um Leute zu finden und Freundschaften zu hegen, aufzubauen, zu pflegen. Ja, das ist halt mein Problem mit Freundschaften schließen. Weil ich habe irgendwie kein Vertrauen zu den Menschen. Ja, aufgrund dessen, was dir passiert ist. Ja, also ich könnte mir auch keine anderen Freunde aufbauen, weil ich habe so Misstrauen. Mhm. Nun hast du gerade schon so eine Andeutung gemacht, eigentlich würde es ja Sinn machen, in deiner Situation, da ist psychisch ja einiges noch labil, würde ich mal vorsichtig ausdrücken, und plus hinzu kommt die Essstörung, dass du schon nochmal eine richtige und gute Therapie machst. Ja, das wollte ich ja jetzt im Angriff nehmen, nur ich möchte nicht nur meine Klinik. Nee, musst du ja auch nicht, das könntest du ja ambulant machen, dass du einmal oder zweimal in die Woche dorthin gehst. Mhm. Was ja auch wieder wichtig wäre für dich, dass du so, da wäre wieder jemand, mit dem du reden kannst, und du hättest einen festen Punkt so in der Woche, was du auch unternehmen könntest. Ja, das wollte ich jetzt im Angriff nehmen, jetzt die Tage. Ich habe mir auch schon Adressen von der Krankenkasse besorgt. Also da bist du schon bereit, so das zu machen? Ja, bin ich schon bereit. Nur ich habe abends an so eine schlechte Erfahrung wieder gehabt mit einer Therapeutin. Mhm. Und da hat mir erstmal den Mut gekostet und da war ja... Weißt du, Sandra? Also ich würde dir auch wirklich ganz dringend raten, das zu tun. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Dass man schlechte Erfahrungen mit Therapeuten macht, ist das Normalste von der Welt. Man macht auch schlechte Erfahrungen mit Ärzten oder mit Handwerkern oder weiß ich was. Da muss man dann sagen, wenn man merkt, das funktioniert nicht mit der Person, dann geht man. So eine Therapie ist ja nur wirklich was Kompliziertes und das ist etwas sehr Sensibles. Da muss man sich gut verstehen, da muss man den Gegenüber ernst nehmen und Vertrauen zu dem haben. Sonst kannst du es in der Pfeife rauchen. Das bringt dich gar nicht. Wo ich in der Klinik war, hatte ich eine Therapeutin, kam ich super klar. Mhm. Also hat gebracht. Das Ideale wäre, wenn du so jemanden in deiner Stadt, in deinem Umfeld finden würdest, zu dem du gehen könntest. Mhm. Ich möchte dich ermutigen, das unbedingt zu tun. So wie du deinen Fall schilderst, glaube ich, ist das zunächst einmal das Richtige und Wichtigste, das zu machen. Ja, das
will ich auch machen. Würde ich ja gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Um noch vielleicht ein bisschen was Aufbauendes zu erfahren und Informationen zu bekommen. Ja, gerne. Ja? Liebe ja. Sandra, alles Gute von Herzen und toi 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 für die Therapie. Du legst auf, wir rufen zurück. Dürfte ich auch mal ganz kurz noch eine Durchsage machen an meine Freundin? Ja, bitte, bitte. Ich wollte mich mal die Marion sehr herzlich bedanken für alles. Also die Marion ist eine wichtige Frau für dich, ne? Ja, ist eine sehr wichtige Frau und ich weiß auch, dass sie jeden Abend die Sendung hört. Dann sage ich auch schöne Grüße an Marion. Ja, danke. Gut, Sandra, du legst auf und wir rufen zurück. Ja, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann muss man einfach nur diese Nummer wählen. Und diese Nummer hat, glaube ich, auch gewählt die Silke. Hallo Silke. Hallo. 33. Ja. Schön, dass du da bist. Hallo. Und was geht's bei dir, Silke? Ich habe morgen eine große Prüfung und habe unheimlich Prüfungsangst. Oh weia, oh weia, oh weia. Was für eine Prüfung? Von der Altenpflege, ja. Von der Altenpflege? Das heißt, du, ist das so ein Examen oder wie kann man das nennen? Nee, das sind jetzt Zwischenprüfungen. Ja. Damit das nächste halbe Jahr überstehen und mal weitermachen dürfen. Ach so, das heißt, du bist in der Ausbildung und das ist so ein genau. So eine kleine Bürde erstmal, die genommen werden muss. Richtig. Wie lange dauert die Ausbildung? 3 Jahre. 3 Jahre. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Jetzt ein halbes Jahr. Ach, erst ein halbes Jahr. Mhm. Das ist jetzt die erste Hürde, die genommen wird. Richtig. Ja. Und dann bist du jetzt noch wach? Ja, ich habe bis jetzt gelernt. Was musst du morgen können? Erstmal, wann ist das morgen früh überhaupt? Um 8 Uhr. Um 8 Uhr. Wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr, 1.41 Uhr. Eigentlich müsstest du im tiefen Schlummer schon liegen. Nein, mein Mann ist gerade auf die Arbeit. Und das habe ich jetzt ausgenutzt noch zum Lernen. Ach so. Und bist auch aufgeregt? Ja. Was könnte das Schwierigste für dich morgen werden, wenn du es erklären kannst für uns Laien, was auf dich zukommt? Ja, also wie ich desinfizieren muss, dann wie ich eine richtige Mundpflege bei Personen machen tue, ja. Was ich alles beachten muss, wann ich Handschuhe und alles tragen muss. Machen wir doch mal eine kleine Vorübung zur Prüfung, das trainiert dich für morgen. Also erklär mal, wie man den Mund richtig desinfiziert bei einem pflegebedürftigen Menschen. Ja, also man muss auf etliche Faktoren achten, man muss die Backentaschen reinigen, die Zähne putzen, erst oben, dann unten, die Zunge reinigen, untere Zunge reinigen, den Gaumen reinigen. Was, den Gaumen? Den Gaumen, ja. Ach, den Gaumen, ja. Den Gaumen. Ja. Dann Mundspülung machen, Cremen und wie macht man denn Mundspülung mit jemandem, der bettlägerig ist und sich nicht mehr hinsetzen kann? Wie geht das? Das geht doch gar nicht. Doch, indem ich das Kopfteil aufrecht, so. Dann doch umleg und dann das machen lasse. Ach so. Mhm. Ja, das war schon mal, also für mich jetzt erstmal im ersten Moment recht plastisch erklärt. Ja, das Problem ist ja, ich kann es erklären, aber sobald ich in der Klasse sitze mit mehreren Personen und noch die Lehrerin dazu, kriege ich die Panik und weiß nichts mehr. Silke, hundertprozentig nicht. Du hast Unrecht. Wenn du hier im Radio und im Fernsehen vor Hunderttausenden von Menschen das so gut erklären kannst, wie du es gerade erklärt hast, da ist das morgen in der Schule, in der Prüfung, ein Klacks, sage ich dir. Da sitzen vielleicht mal 50 Leute, wenn es hochkommt, nicht mal. Du hast das so völlig, völlig klar erzählt. Was war, erklär noch was. Was war noch gerade, was du wissen musst? Also du hast Mundpflege gesagt. Krankheiten, was man kriechen kann im Mund. Ja, gut, das sagt uns jetzt nicht so viel. Was noch? Desinfektion, Geräten, Instrumenten, ja. Händen, alles Mögliche. Ja. Desinfektion heißt dann, ja, das kann man schlecht erklären jetzt wahrscheinlich, ne? Ohne so in so Fachbegriffe zu benutzen. Richtig. Also ich glaube, dass du das kannst. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du das kannst. Sag mir mal, warum du dich für den Beruf der Altenpflegerin entschieden hast oder interessiert hast dafür. Ja, ich habe halt die Oma, die ist 86, die ist Pflegefall, die habe ich jetzt 3 Jahre gepflegt, weil mein Erziehungsurlaub. Das hast du ich schon habe noch zwei, ja, ich habe noch 2 Kinder achterheim. Und habe dann davor schon Praktikum gemacht von 1,5 Jahren im Altersheim. Das heißt, du hast wirklich praktische Erfahrungen, weil du einen Pflegefall in der Familie hast. Das ist nicht eine theoretische Überlegung. Du hast schon ein Praktikum gemacht, hast da auch sehr viele und wahrscheinlich auch sehr schlimme und harte Fälle gesehen. Ja.
Du hast auch Sterbebegleitung schon gemacht. Du hast Sterbebegleitung schon gemacht. Mhm. Bin ich noch optimistischer, was die Prüfung anbelangt? Mhm. Naja. Kannst du es vielleicht auch so erklären noch, was so die Freude an dem Beruf für dich ausmacht? Das ist ja auch ein sehr harter Beruf. Ja, weil ich sehe halt, dass ich alten Menschen helfen kann in schwierigen Situationen, wo halt wirklich keine Hilfe mehr von der Familie her ist. Mhm. Oder wo halt Alzheimer haben, wo etliches nicht mehr auf die Reihe bringen, wo ich halt unterstützen kann und helfen kann. Und halt der Umgang selber macht mir Spaß. Finde ich sehr ehrenwert. Und ich ziehe immer den Hut vor Leuten wie dir, die so etwas machen, weil ihr so wichtig seid für unsere Gesellschaft und die Gesellschaft das gar nicht genügend anerkennt. Und ich finde auch, dass ihr viel zu wenig Geld verdient. Ich finde, dass zum Beispiel auch Altenpfleger viel mehr Lohn bekommen sollten, als sie den bekommen. Bei der wichtigen Arbeit, die ihr leistet. Oder auch in Krankenhäusern, die Krankenschwestern und so weiter. Ja, das ist schon richtig. So, Silke, ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Ich finde, jetzt solltest du schlafen gehen mit einem guten Gefühl. Du hast es vor Hunderttausenden gesprochen und hast das mit Bravour bestanden. Attestiere ich dir jetzt mal so. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich finde, du hast eine gute Motivation, eine sehr nachvollziehbare Motivation. Du wirst das schaffen morgen, ich bin ganz sicher. Erfährst du morgen sofort das Resultat? Nee. Aber wann erfährst du es? Eine Woche, zwei Wochen. Und dann bitte ich darum. Oder halt dann im Januar. Okay, ich bitte darum, eine Mail zu bekommen, wie es ausgegangen ist. Okay. Okay, versprichst du es? Mach ich. Okay, dann drücke ich die Daumen, toi toi toi. Und jetzt schnell ins Bett und noch ein bisschen Kraft tanken und schlafen für morgen früh. Ja, erst gucke ich dich zu Ende. Am besten, ist ja nett, dass du zu Ende gucken willst, aber eigentlich solltest du jetzt schon schlafen gehen. Ich liege im Bett. Ach so, du liegst im Bett. Na gut, dann entscheide du es mal selbst. Liebe Silke, toi 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 und alles Gute für morgen. Danke, tschüss. Dir auch. Tschüss. Das war Silke, der wir alle die Daumen drücken für morgen. Und jetzt kommt der Frank und der ist 39. Hallo Frank. Hallo Frank, hallo. Da ist jemand, aber der hört mich noch nicht. Frank? Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, der Frank hat den Hörer daneben gelegt und denkt, ich bin noch lange nicht dran. Also die Leitung ist nicht tot, irgendwas ist da. Hallo Frank? Was machen wir jetzt? Hallo, hallo, hallo? Ich glaube, es gibt nichts. Das müssen wir mal... Genau, wir legen jetzt mal auf und meine Regie versucht, den Frank nochmal neu zu erreichen. Und hier ist Andrea. Und Andrea ist 39 Jahre alt. Hallo, Andrea. Ja, hallo, Domian. Hallo. Also bei mir geht es jetzt darum, ich bin jetzt über 2 Jahre mit einem verheirateten Mann zusammen, also ja. Geliebte. Und das klingt jetzt mal ein bisschen naiv, aber ich bin davon überzeugt, dass er sich bis Ende dieses Jahres trennt von seiner Frau. Um dann mit dir zusammen zu sein? Um dann mit mir zusammen zu sein, Du bist aber in keiner Beziehung? Ich bin in keiner Beziehung, nein. Ja, und seit 2 Jahren mit ihm heimlich zusammen? Genau, seit 2 Jahren mit ihm bin ich heimlich zusammen. Weiß denn seine Frau davon, dass du mit ihm und dass er eine Beziehung hat, eine Noch Affäre? Nicht. Noch nicht? Noch nicht, nein. Mhm. Sie wird es jetzt erfahren. Also ich habe das so gemacht, ich habe irgendwann meine Strategie geändert, deswegen bin ich auch so sicher. Das heißt, ich bin eigentlich immer noch dabei, diese Strategie zu ändern, weil früher, da habe ich immer Wert darauf gelegt, dass wir uns so häufig wie möglich sehen und habe halt gesagt, Mensch, mach endlich was und tu was. Und jetzt mache ich das ungefähr seit 2 Monaten so, dass ich wirklich mal nicht mehr gekämpft habe und nicht mehr, ich habe ihn ganz sein gelassen quasi. Mhm. Er konnte kommen und gehen, wann er wollte und ich habe ihn auch nicht mehr auf unsere Zukunft angesprochen. Und irgendwann nach 2 Monaten ungefähr hat er mich dann gefragt, was denn mit mir los wäre und ob mir das alles nichts mehr bedeuten würde. Mhm. Und er ist quasi von selbst auf mich zugekommen. Und dann habe ich ihm halt ganz freundlich gesagt, dass ich nun schon über 2 Jahre um ihn kämpfe und dass ich nicht mehr um ihn kämpfen möchte, wenn er eine gemeinsame Zukunft mit mir nicht wirklich will. Alle Achtung, gut gemacht. Und gut gemacht. Und da war er sowas von platt gewesen, hat dann erstmal gesagt, wie ich darauf kommen würde und das stimmt ja so gar nicht. Und dann habe ich ihm halt gesagt, versetz dich mal in meine Lage, wie würdest du dich fühlen, wenn du 2 Jahre lang mit einem Menschen zusammen bist, dem du alles gibst, deine ganze Liebe und dich aufopferst und du merkst, du bist nach 2 Jahren immer noch auf der Reservebank. Ja, hat er dir denn in den 2 Jahren zu verstehen gegeben, dass seine Ehe ihn auch gar nicht mehr interessiert? Ja, umso schlimmer dann für dich, dass er sich nicht entscheidet, ne? Eben. Ständig. Find ich sehr, sehr, sehr klug, das Verhalten. Das heißt, jetzt wird ihm erstmal bewusst, was ihm da eventuell, dass da irgendwas wegbrechen könnte und dass du nicht auf ewig hinterher hechelst, ne? Ja.
Ja, ja, genau. Und jetzt habe ich nämlich das ganz große Problem. Ich habe zwar geglaubt, ich komme alleine damit klar, aber diese Angst, die frisst sich jetzt in mir durch, weil ich bin jetzt langsam überzeugt davon, dass er wirklich bis Ende des Jahres was macht. Und ich habe natürlich jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt 2 Jahre lang die Geliebte von ihm bin, natürlich auch mitgekriegt, er ist sehr, sehr freiheitsliebend. Das heißt momentan, ich meine, er ist unglücklich verheiratet, muss ich sagen. Ach, du hast Angst, dass er jetzt ganz auf dich zukommt? Ich habe Angst, dass er ganz auf mich zukommt, aus dem Grunde, weil ich jetzt in meinem Freundschaftskreis mehrmals gewarnt worden bin, pass auf, er zieht das mit dir in ein paar Jahren auch so ab. Mhm. Und er ist, ich weiß, dass er ziemlich freiheitsliebend ist. Das heißt, er hat auch, wenn er Spätschicht hat, hat er da 12 Uhr nachts Feierabend. Er geht sehr, sehr gern mit seinen Kumpels raus, momentan, wo er noch verheiratet ist mit ihr, einfach um rauszukommen. Andrea, das ist Risiko. Ich meine, du hast es nicht anders gewollt. Und deine Sehnsucht war, lag ja darin, dass du ihn ganz für dich hast. Ja, und jetzt wiederum kannst du nicht dich zurückziehen und. Nee. Ich meine, sowas kann man ja auch thematisieren. Ja. Die Überlegung ist ja gar nicht unklug oder dumm, wenn das jemand einmal macht, aber das, dann könnte es jemand auch das zweite Mal machen. Mhm. Jetzt hat er seine Frau betrogen, vielleicht betrügt er irgendwann dich auch. Mhm. Vielleicht. Aber sowas kann man ja besprechen, das kann man ja ganz offen diskutieren, dass du auch diese Angst hast. Er hat mir mal gesagt, also ich bin ganz anders wie seine Frau, er würde das mit mir nie tun. Und worüber ich eigentlich mit dir sprechen möchte, Domian, das ist, wo sind da die Grenzen? Weil ich möchte ihn auf der einen Seite nicht einengen, auf der anderen Seite möchte ich jetzt aber auch nicht, dass er bei mir jetzt jede Nacht bis um 5 Uhr früh fortrennt, weil damit könnte ich wieder nicht umgehen. Weil ich muss sagen, er ist auch noch ein sehr attraktiver Mann, die, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm tanzen gehe, noch nicht mal davon Halt machen, ihn anzubaggern, ich sag mal die Frauen, wenn ich dabei bin. Also da möchte ich mir erst gar nicht vorstellen, wenn er da alleine reingeht mit seinen Kumpels in die Disco. Bist du dir denn ganz sicher, dass du die einzige Affäre in den letzten Jahren warst? In den letzten 2 Jahren zum Beispiel warst, während ihr Kontakt hattet? Also ich weiß, dass er vorher, vor mir, vor meiner Zeit hatte er schon mal eine Geliebte. Das ist aber nach acht Monaten in die Brüche gegangen. Aber da, du weißt nicht, oder ahnst nicht oder vermutest nicht, du hast nicht die Sorge, dass da noch jemand war. Nein. Also dafür hätte der gar keine Zeit. Ich meine, du hast natürlich völlig recht. Man muss immer da dieses kluge Mittelmaß finden. Man darf nicht zu krallig sein und jemanden mit Misstrauen überschütten. Das macht den verrückt. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass du sagst, ich will auch nicht ständig auf ihn verzichten und ihn auch nicht ständig alleine auf die Rolle lassen nach draußen. Das ist theoretisch sehr schwierig zu formulieren, wie man sich da gut verhält. Würde ich mich einfach an der Stelle so ein bisschen auch auf dein Grundgefühl, auf dein Bauchgefühl verlassen. Du liebst diesen Mann. Ich liebe ihn, ja. Du liebst ihn wirklich. So, ja. Und zur Liebe gehört eben auch, jemandem zu vertrauen. Ja. Zur Liebe gehört aber auch, jemandem seine Sorgen zu sagen. Ja. Das würde ich auch machen an deiner Stelle, ganz, ganz klar. Ja, ich habe ihm das schon mal so angedeutet und er ist schon damit einverstanden, wenn wir jetzt beide zusammen sind, dass er nicht mehr allein in die Disco rennt oder jetzt auch allein in Urlaub fährt, was er zum Beispiel in seiner Ehe auch gemacht hat, was ich überhaupt nicht verpacken könnte. Nee, das fände ich auch ziemlich blöd, muss ich sagen. Wenn ihr beiden jetzt frisch zusammen, dann wirklich endlich zusammenkommt, dann fahrt ihr beiden aber auch schön zusammen in Urlaub und genießt mal endlich euer Leben, was dann wirklich euer Leben ist. Ja. Das kann man vielleicht später mal nochmal machen, dass man mal irgendwann auch mal alleine fährt, aber in der ersten Zeit auf keinen Fall. Und alleine in Disco gehen, naja, das kann man ja vielleicht auch mal machen. Mhm. Aber alles muss so sein Maß haben. Wo ist da die Grenze? Ja. Was ist das, wo ich Angst habe? Ich weiß nicht, wenn der jetzt jedes Wochenende allein auf die Rolle will, wäre mir das schon ein bisschen komisch. Und du sitzt allein zu Hause. Ja. Wenn der aber vielleicht mal, weiß ich, alle 8 Wochen mal mit seinen Freunden oder so, dann ist es auch okay. Mhm, mhm. Also ich sag mal so, ich tät nichts dagegen sagen, wenn er jetzt, was weiß ich, 2 Mal im Monat da bis 5 oder 6 Uhr wegbleibt. Ja, das ist doch schon die richtige Einstellung. Das ist doch okay. Da hätte ich... Aber es muss irgendwie so die Priorität... Du musst auch das Gefühl haben, dass du die Priorität bist in seinem Leben. Mhm. Und dass den Schwerpunkt der Freizeitgestaltung liegt, wenn ihr das zusammen... liegt dabei, dass ihr was zusammen macht. Mhm. Das fände ich so eine gesunde Einstellung. Und da kann natürlich jeder auch mal ein bisschen ausscheren, das ist ja auch normal. Mhm. Und dann würde ich es auf mich zukommen lassen. Ich glaube, du hast ein bisschen Angst jetzt, ne? Angst vor der eigenen Courage. Ein bisschen Angst, ja. Jetzt hast du so cool das durchgezogen und jetzt sagt er, ich trenne mich und jetzt kriegst du Bammel.
Ja, so ungefähr. Mensch, freu dich doch, dass das jetzt wahrscheinlich dann richtig wird zwischen euch beiden. Ja. Wo du 2 Jahre fünftes Rad am Wagen warst, das ist ja nicht sehr schön, wenn man das ist. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Angst gehabt, ich habe das irgendwann mal für mich entschieden, weil ich habe früher immer, habe ich gesagt, ach Mensch, da sehen wir uns nur 2-mal die Woche oder hier und ewig am Schlawettern und dann habe ich gedacht, nee, das kann es auch nicht sein. Mhm. Jetzt versuch's wirklich mal die andere Methode. Also ich habe das Gefühl gehabt, umso mehr ich dagegen geredet habe, beziehungsweise dafür, umso mehr hat er dagegen gearbeitet. Ja. Und jetzt habe ich die Methode einfach mal umgedreht. Ja. So reagieren manche Menschen, das ist wirklich verrückt. Ist denn eigentlich ein Plan, dass ihr zusammenziehen werdet, wollt auch? Oder erstmal also, er möchte schon ganz gerne am liebsten mit mir dann so schnell wie möglich zusammenziehen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich wieder Angst davor habe, weil ich mir sage, als Geliebte habe ich den Menschen noch nicht richtig kennengelernt. Weil ich meine, du kennst ihn seit 2 Jahren jetzt. Ja, aber diese gestohlene Zeit, ich weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt damit vergleichen kann, wenn wir jetzt eine wirklich feste Beziehung haben. Dann wäre ja auch, man muss ja auch nicht sofort dann zusammenziehen. Ja. Nehmen wir mal an, der trennt sich jetzt am Ende des Jahres. Ja. Dann könnte man ja gut sagen, wir versuchen uns mal noch jetzt endgültig intensiv anzunähern, noch ein halbes Jahr. Mhm. Und im Frühjahr, Frühsommer ziehen wir zusammen. Mhm. Finde ich auch normal. Es muss nicht sofort er muss nicht von einem Schlafzimmer in das andere Schlafzimmer hüpfen. Aber du findest die Strategie gut, die ich da angewendet habe. Ja, ich finde es toll, wenn das jemand so durchziehen kann. Das ist ja doch, da braucht man Nerven für. Ja, dadurch hat er Angst gekriegt. Ja, das glaube ich. Nein, aber jetzt wiederum darfst du auch nicht deine eigene Strategie kaputt machen, indem du zu viel Angst in dir aufkommen lässt. Ja. War davor, dass jetzt alles so gut läuft. Mhm. Sprecht offen miteinander, wartet noch ein bisschen mit dem Zusammenziehen und vielleicht regelt sich dann alles wunderbar. Ja, ja. Ne? Ja, dann mache ich das so. Ja. Domian, kriege ich noch ein Autogramm von dir? Lieber André, aber du kriegst aber ganz, ganz gerne ein Autogramm von mir. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück wegen der Anschrift. Ja, okay. Okay. Alles klar, Domian. André, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, ein klein bisschen haben wir noch Zeit. Versuchen wir nochmal Frank, 39. Ist er jetzt da? Ja, ich bin da. Mann, Frank, was war los gerade? Also, ich weiß nicht. Auf einmal habe ich dich gehört, aber du hast mich nicht gehört. So, jetzt haben wir nicht mehr so sehr viel Zeit. Wir versuchen mal noch einen Anlauf, ob es noch klappt. Und was geht's bei dir, Frank? Ja, also ich bin geschieden, habe 6 Kinder. Mhm. Und meine beiden Großen, der Große, der ist vom Jugendamt aus in einer Wohngruppe. Ja. Und der kifft. Und jetzt habe ich heute erfahren, dass meine 15-jährige Tochter, also die gestern Geburtstag hatte, auch kifft. Mhm. Habe ich von Bekannten erfahren und dann habe ich habe heute meinen Sohn getroffen, mit dem habe ich auch drüber gesprochen und ja, er weiß es auch schon eine Weile, aber er hat bis jetzt noch nichts gesagt. Mhm. Und jetzt, also ich sehe meine Tochter erst am Wochenende wieder. Ja. Ich weiß aber nicht, also wie ich mit ihr darüber reden soll, wie ich mit dem umgehen soll. Ja. Weil es aber, man sagt eigentlich nicht, also sie ist mein Liebling. Sie liegt mir am meisten am Herzen. Mhm. Und sie hat mit ihrer Mutter im Moment eine ganze Menge Probleme zu Hause. Mhm. Und wo sich nichts machen lässt, wo sich auch meine Ex-Frau da nichts drauf einlässt, auf irgendwelche Sachen, auf irgendwelche Vorschläge von mir und so. Und sie versucht uns auch gegenseitig auszuspielen. Also sie schwindelt ja auch schon. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich sie jetzt darauf ansprich, was sie sagt, wie sie reagiert und so. Was hast du denn selbst für eine Position zum Kiffen? Bezogen auch vor allen Dingen auf so junge Leute. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Mhm. Und also sie kennt die Position. Mhm. Ich bin LKW-Fahrer. Sie war jetzt in den Sommerferien mit mir unterwegs und jetzt auch in den Herbstferien. Ja. Und also sie kennt meine Position dazu. Mhm. Das Kiffen ist scheiße. Ja. Also, ich bin nun wirklich auch jemand, der das nun überhaupt nicht verharmlost. Es gibt ja, oder gab ja Zeiten in den letzten Jahren, wo man immer sagt, naja, Kiffen ist nicht so schlimm und wir wollen das alles legalisieren und das ist eine harmlose Droge. Ich finde nicht, dass das eine harmlose Droge ist. Ich finde, dass auch viele schlimme Dinge dadurch in Gang gesetzt werden können und vor allen Dingen auch, wenn das so junge Leute machen. Ich finde schon, dass du auf jeden Fall offen mit deiner Tochter darüber reden solltest. Jetzt ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, dass du gerade, dass die Leitung nicht funktioniert hat und wir jetzt nicht weitersprechen können, weil gleich die Sendung vorbei ist. Ja. Aber wir werden dich sofort wieder gleich anrufen und dann noch gemeinsam beraten, wie du mit deiner Tochter darüber sprechen solltest. Auf jeden Fall muss das sein, finde ich. Ja. Ja? Lieber Frank, jetzt leg du auf und wir rufen dich dann gleich nochmal an und klären alles weiter dann. Ja, okay. Okay? Danke. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Wir haben morgen wieder eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr der Fernseher, eine Stunde vorher könnt ihr hier bei mir anrufen. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Themennacht Donnerstag auf Freitag. Da heißt unser Thema, ich schwimme im Geld. Ich möchte in dieser Nacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, nur mit Millionären sprechen. Mindestens mit Millionären. Und die können sich schon mal per Mail bei uns melden. Jetzt wünsche ich